So, hallo und willkommen zurück zu Dishonored. Und an dieser Stelle muss ich leider direkt eine kleine Änderung bekannt geben. Und zwar, mir rennt die Zeit davon. Und da ich ja ehrlich mit euch Viewern sein will und euch jeden Tag die 15 Minuten bieten möchte, muss ich für die Serien ab heute bis einschließlich dem 3. November, das sind also knapp 2 Wochen, werdet ihr Folgen von mir hören ohne Anmoderation, weil Folgendes wird jetzt passieren. Ich werde jetzt halt die Folgen bis dahin am Stück durchspielen. Ihr könnt mir dabei halt zugucken und so weiter. Ich habe jetzt auch nochmal voll Bock auf Dishonored. Das Problem ist aber, ich fahre wie gesagt in der Türkei und das schon mittlerweile in 6 Stunden. Und mir fehlen halt noch voll viele Folgen. Also mir fehlen noch knapp 3 Stunden Filmmaterial. Und deswegen werde ich das jetzt sofort machen. Komplett durchspielen oder soweit ich halt komme bis dahin. Und dann halt, wie das aus God of War kommt, diesen 15-Minuten-Cut machen. Seid mir da nicht so böse. Ab dem 3. wird's dann wieder ins ursprüngliche Format kommen, aber ich weiß echt gerade nicht, wie ich es anders schaffe. Und die Alternative wäre halt, ich bringe halt keine Folgen raus. Ja, wenn ihr das nicht ganz so gut findet, dann tut's mir wirklich leid, aber es geht halt gerade nicht anders. Egal, wie dem auch sei, wir setzen uns jetzt erstmal hin und versuchen natürlich jetzt hier sofort mal ein bisschen auf dicke Hose zu machen. Und in dem Zusammenhang dann auch alles mögliche zu snacken, wegzurulen. Richtig geil zu sein und boah, was soll man dazu noch sagen, wa? Egal, wir beginnen. Der hat dice. So. Was haben wir denn hier so schönes? Oh, wieder Erd. Boah, Alter, dieses Erd so geil. Was hier? Da ist nix. Da haben wir eine Rune. Da haben wir. Dann wir fahren noch ein Artefakt. Okay, wir können erstmal nach oben gehen, weil es hier noch so gibt. Was ist das hier cooles? Ein Schalter. Okay. Lagerhausschlüssel. Sehr gut. Schleichschuhe. Was da oben? Das ist jetzt wichtig, dass ich quasi dann mit diesen Dingern, mit dieser Lore rüberfahren könnte. Könnte sein, oder? Was soll das hier? Okay. Tja, und wofür das gut ist, weiß ich nicht. Was haben wir hier noch? Anlagenkonstruktionen. Was haben wir hier? Achtung an alle Bürger. Kommen wir jetzt hier wieder runter. Derzeit ist auf der Corbin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Okay, die lassen wir wohl nicht so drauf. Alles klar. Ob die Kette gut ist, verstehe ich noch nicht. Ja, was soll ich machen? I saw Select Joe with your mother. Yeah, I saw him with your father. Nice. Hey, kann ich heute deine Elixierration kaufen? Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Echt mal. Das muss ich von dir echt nicht sagen lassen.
gute Frage. Was hiermit? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Morgen bei Sonnenaufgang. So, schon fies. Was haben wir denn hier noch so Geiles? Na, oder nein? So. Und top. Oh, nice. Ein kleines Hühnchen. Okay. Ich werde das jetzt auch mal speichern. Gute Frage. So. Quasi da runter porten würde gehen. Okay. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr. Er hat das. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Wo steht denn hin? Ich mag wo tue ich jetzt mit mir großen Waffen. Da aufs Schiff. Da aufs Schiff tue ich die. So, weiter geht's. Du jetzt auch. Das ist sogar ein Wachoffizier, nice, nice. Elixier. Anhänger der Kamens. Okay.
Okay, auf jeden Fall habe ich dann schon mal. So, was gibt's denn? Kräfte? Ah, hier wieder auch mal Runen, ne? Genau. Zeit verlangsamen, beherrschen. Ich könnte, stimmt, ich könnte auch mal Menschen hier dingsen. Schneller vorwärts bewegen. Nachtsicht. Okay, ja, bisschen dunkel, das Sehen von dem einsicheren Sichtfeld durch Wände. Macht selbst sehen, das Sehen von einsicheren Sichtfeld. Macht auch nützliche Gegenstände und Sicherheitssysteme durch Wände durchsichtbar. Wir machen erstmal das. Das benutze ich so oft. Wenn du das dann trinkst. Habe ich das nicht schon mal? Wenn du das Bohnen trinkst. Achso, hier ist das Wasser hin. Am Meer. Am Meer nicht. So, alles klar. Jetzt bitte. Wieso ist hier niemand auf Patrouille? Alter. Stehen. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay, ganz kurzer Cut. So, da sind wir wieder. Ja, war halt gerade irgendwie Telefon und so. Ich dachte, wäre wichtig, war es aber nicht. Selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht es. Straßenbanden rauben und töten, wohin man nur sieht. Und die Weiner, pardon, die Seuchenopfer, die sind noch viel schlimmer. Sie halten nichts von der vom Mordregenten verhängten Ausgangssperre? Mich herauszufordern wird Ihnen nicht gelingen, Herr Wachtmeister. Aber keine Sorge, mir wird nichts passieren. Ich werde Gewinn machen. Ein kluger Mann profitiert selbst in den Zeiten einer Seuche. Sicher, wie dieser Sokolov. Dem geht es prächtig. Kauft und verkauft immer eine Menge exotisches Zeug. Er hält alles hier am Laufen, jedenfalls im Moment. Sicher, sicher. Wenn ihr mit exotisch etwas so übel riechendes wie das Hinterteil einer Hexe meint, dem fürstlichen Arzt wird es auch gut gehen, bis er den falschen Mann hintergeht. Oh.